Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Wir haben die letzte Folge damit beschlossen, dass wir ein UFO hier über den Dschungel abgeschossen haben. Ein Mini-UFO. Ich habe jetzt gerade vorhin, bevor ich die Folge gestartet habe, noch die Mitglieder meines Teams im Sky Ranger geändert. Ich habe da jetzt hauptsächlich, also ich habe da noch zwei Rookies reingetan. Wir werden noch warten, bis der Tag anbricht. Und dieses UFO wird uns nicht mehr wegfliegen, hoffe ich. Damit wir bei Tag dort angreifen. Ich glaube, das müsste sich ausgehen so. Der ist nämlich hier so schön langsam, der Sky Ranger. Und schon haben wir Tag. Gut. Na dann. Jo. Gut. Ah, Ansie ist ja verstorben. Das ist tragisch. Das heißt, wir müssen irgendjemand anderem den Raketenwerfer in die Hand geben. Gibt es irgendwelche starken Typen auch? Dich zum Beispiel. Ach, warte mal. Karin Ottesen, David Klaas, Daphne Sampras, Josef. So, schauen wir mal, ob wir da irgendjemanden mitnehmen können von der Mission. Ja. Auf jeden Fall werden wir nicht mehr die Miranda mitnehmen. Ah, von wegen Dschungel. Da sind ja auch Häuser. Ha! Du Fiesling. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. So, schauen wir mal. Das heißt, wir sind offensichtlich wieder in der Ecke. Das erste Alien haben wir schon einmal erledigt. Und leider ist auch der erste XCOM-Mitarbeiter verstorben. Korps. Ging nicht gut. So, schauen wir mal. Sind wir wirklich in der Ecke? Yep. Wir sind in der Ecke der Karte. Girma Abebe. Naja, immerhin, das war nur ein Rookie. Es hätte schlimmer sein können. Oh! Noch ein Alien. Das machen wir doch glatt so. Gut. Vielleicht jetzt nicht ideal. Aber wir sehen dieses eine Alien jetzt gar nicht mehr, dass da war. Das ist interessant. Vorhin ist doch da noch ein. Hat man da den Bereich doch noch gesehen? Wieso sieht man den jetzt nicht mehr? Oder ist das sowieso da gestanden? Das hat eher so gewirkt, als wäre das da irgendwie. Naja, gut. Wurscht. So, und wir stellen sie jetzt vor.
Die sagen: Hallo, ich bin die Daphne. Grüß dich, ich bin der Josef. Hallo, ich bin die Idom. Grüezi, ich bin der Kolbi. Denise. Gregori. Und Susanne. Ja, meinen Commander habe ich rausgelassen. Oh, das war schnell und einfach. Na, immerhin. Ein okay Rating ist ein okay Rating. Zwei ganze Aliens. Hey, wir haben sogar einen Live-Alien recovered, ohne dass wir irgendwas dazu beigetragen hätten. Der Josef ist doch noch Sergeant geworden, die Susanne ist Colonel geworden und Colby ist Captain geworden, obwohl die drei überhaupt nichts gemacht haben in diesem Kampf. Naja, auch nicht schlecht. Und wir haben wieder einen Soldaten verloren. Das heißt, wir werden noch einen Soldaten dazu uns legen. Uns zulegen, so. Achso, kann man nicht machen, solange wir noch draußen sind. Gut, wir nehmen mal drauf. Noch irgend so einen Rookie, den wir als... Nein, nicht den Captain. Wie Winzer weiter hinten bleiben. Und der Josef ebenfalls. Na, der Rookie kommt weiter vor. Passt. So, dann werden wir noch ein paar Raketen kaufen. Und zwar für den Avalanche Launcher, als auch für den Rocket Launcher. Und dann machen wir weiter. Hey, Alien Origins, few reports. Das klingt gut. It is clear that we are fighting a losing battle on Earth. Na super. The alien hordes are overwhelming in number. Best we can do is slow down their progress. The only hope for humanity is to tackle the aliens at their source. Our research seems to indicate a nearby base of operations within our solar system. Aliens indicate this place to be the center of an ancient civilization that predates human history. We must locate this place as soon as possible. However, we need to capture and interrogate an alien leader to gain more detailed information. The larger UFOs probably contain at least one alien leader. Okay. Tja. Floater Soldier oder ein Sectoid Soldier? Ich glaube, die sind beide nicht sehr aussagekräftig. Aber fangen wir mal mit dem an. Den haben wir gerade vorhin gefangen. Der Floater kann noch ein bisschen warten. Hey, General Stores. Sehr gut. Machen wir hier vielleicht ein Taipei die Engineers her? Das heißt, wir werden da jetzt einen Workshop bauen. Build Facility, einen Workshop. Und bauen wir vielleicht noch einen General Store. Okay. Und die anderen bauen wir.
Noch einen General Store und ein Labor. Ja, ist okay. So, okay, dafür brauchen wir nicht kürzer machen. Ist okay. Ah, ja. Und noch ein Rookie. Mal schauen, was der kann. Oder die kann. Julie Kabaya klingt eher nach einer Sie. Die kann ja auch nix. Ärgerlich. Ach, wie. Noch mehr Frischfleisch für die Front. Wie lange wirst denn du noch? 7 Tage. Okay, warte mal, ich muss jetzt mal schauen, ob dort beim Josef das eingetragen ist. Also, Mist. Eingetragen ist, ob er das einen Zivilisten gekillt hat. Nein, da steht nur 6 Kills. Ja, aber 6 Kills sind 6 Kills. Colby hat nur einen Kill und ist Captain. Denise hat auch 4 Kills und ist schon Sergeant. Ist Sergeant sogar. Nur. Der hat überhaupt keinen Kill. Der Rick Orly. Arg. Susanne Schmidt ist Colonel. Die hat zwar nur 3 Kills, aber die hat diese komische Betäubungswaffe. Commander Guadalupe Gutierrez. Na bitte. Ist schon fast. Die ist schon fast gut. 10 Missionen, 8 Kills. Wow. Die ist schon lange dabei. Schauen wir mal. Wer braucht noch Personal Armors? Und du kriegst auf jeden Fall auch eine Personal Armor. Wir werden da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Personal Armors bauen. Wie es ausschaut, ist das die einzige Möglichkeit, dass wir das halbwegs hinkriegen, dass die Leute da irgendwie ausgerüstet sind. Ein very large UFO. Puh. Wow, das könnte ein UFO sein, das uns angreift wieder. Ah, doch nicht, das fliegt weg von uns. Oh. Was? Das hat mein Dings zerstört. Au. Au. Das ist ja schrecklich. So, Basis. Das ist aber gar nicht gut. Da müssen wir ja noch einen Interceptor kaufen. Und Avalanche Launchers. Das ist mir überhaupt noch nie passiert. Ah. Dass diese Dinge irgendwie verletzt wurden. Das habe ich schon mal mitgekriegt. Aber zerstört. Ist ja schrecklich. Können wir den abschießen? Vielleicht sollte man nicht so den Bolt-Angriff machen, sondern mehr so einen. Oh wow. Gott sei Dank haben wir genügend Geld. Autsch. Das war ein dummer Zug von mir, dass ich das zweite auch noch hingeschickt habe. Wir hätten vielleicht warten sollen, bis es landet.
Das ist ja schrecklich. Dummes Alienschiff. Geh weg. Böses Alienschiff. Weiß es, was es tut? Hm, weg ist es. Urk. Gut, wir sollten also auch in bessere Interceptor investieren. Sonst können wir das nicht. Sonst können wir das gleich vergessen. Hm, noch ein Very Large. Ah, ich hätte den zweiten Interceptor erst gar nicht hinschicken dürfen. Das fliegt ja jetzt einfach unbehelligt über uns drüber. Könntest du bitte landen, damit ich dich so abschießen kann? Was macht dieses UFO da? Nur mir zu Fleiß herumfliegen. Okay. Okay. Small. Hm. 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 Was schaffen? Ich fürchte, dass man nicht am Tag dort mehr. Ja. Du. Return to base. Na schauen wir mal. Was heißt. Was? Was haben wir jetzt gemacht? Ach so, der hat genau nichts gebracht, offensichtlich. Der Soldat. Ich überlege gerade, ob der Floater Soldier mehr bringt, aber ich fürchte nicht. Nein, wir machen es trotzdem. Hm, wir brauchen zwar einen Alien Leader, aber. Mal diese Soldaten haben, wer weiß, vielleicht wissen die Floaters ja mehr. Oh, danke. So. Und noch ein Interceptor. So, jetzt sind wir wieder halbwegs gerüstet. Und da haben wir Living Quarters, das ist gut. Das heißt, wir werden hier langsam. Aber sicher. So, warte mal. Da bauen wir den Workshop. Und außerdem kommt da der Hangar her. Das heißt, wir werden da mal was kaufen. Und zwar davon 2 und 10 mal. Oh, 15. So. Rifles bauen wir da auf jeden Fall, also kaufen wir da auf jeden Fall keine rein. Und da werden wir genau das gleiche machen. Da kaufen wir auch 2 Avalanche Launchers. Und 15 Missiles. So, dann machen wir in beiden Basen 10 Soldaten. Ich meine, wenn die angegriffen werden, dann sind sie so oder so tot.
10 Soldaten, werden jetzt auch nicht so viel ausrichten. Machen wir die eine Basis nur, sollen wir die wirklich verteidigungslos lassen? Verstehe. Weiß ich nicht so genau, ob das gescheit ist. Wenn keine Soldaten in der Basis sind, dann könnten die Aliens sie einfach zerstören. Das wäre vielleicht auch nicht so klug. Das heißt, wir sollten schon in die Basen irgendwelche Soldaten stellen, da bräuchten wir aber dann wiederum mehr Waffen. Machen wir sie am Anfang noch ohne Soldaten. Machen wir dann in Workshops mehr Laserkanonen. Wie schaut's da aus? 27 von 30, na immerhin. Ja, warte mal, den könnten wir reinnehmen. Das nächste Mal, der kann gut schießen. Könnten wir tatsächlich... den gehen wir weiter vor. Okay. So, dann mach die Living Quarters fertig. Achso, das haben wir schon gemacht da. Na dann, versuchen wir das nochmal abzufangen. Schauen wir mal, wie groß Large dieses Mal ist. Das ist, glaube ich, nur Large dieses Mal. In Afrika geht es da ziemlich zu zur Zeit. Ja, diesen Monat haben wir jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Oh, was ist das? Alien Base. Sollen wir die Alien Base angreifen? Ist das jetzt schon sinnvoll? Diese Entscheidung werde ich erst das nächste Mal treffen. Bis dahin. Bis dahin. Sage ich euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder, wenn es heißt, Alien Base zerstören oder nicht. Bis dann.